So, einmal jonglieren. Nee, ich glaube, das lasse ich lieber. Kochen ist besser. Wie wär's denn mit einem Avocado-Omelett mit Harissa, Spinat? Super gesund, super lecker und einfach. Ja? Reife Avocado halbieren. Einmal aufdrehen, schwupp. Und dann, Achtung, zack, drehen und der Kern ist draußen. Dann mit einem Löffel diese wunderschöne, super reife Avocado aushöhlen. Und dann das Ganze in Streifen schneiden. So, ein Stückchen Butter in die Pfanne und dann vielleicht ein paar Kesselkerne dazu und eben die Avocado. So, und das Ganze so ein bisschen anbröckeln, ja, dass die Nüsse so Farbe bekommen. Einfach. Dann gute, gesunde, frische, leckere Bio-Eier. Ja, das ist wichtig. Also an den Eiern wird nicht gespart und Bio-Qualität, das ist bei Eiern auf jeden Fall ein Muss. So, das Ganze einmal aufrühren. Schaut jetzt gut aus, ja? Die Nüsse haben so ein bisschen Farbe. Perfekt. So, bevor die Eier reinkommen, einen frischen Büffelmozzarella, schwieriges Wort. Der wird auch halbiert, geviertelt und kleine Stücke geschnitten. Und dieser schöne Mozzarella kommt auch noch hier rein. So, jetzt muss aber wirklich ruckzucki das Ei dazu und jetzt schön vorsichtig stocken lassen. Ja? Das soll ja ein Avocado-Omelett werden mit dem Mozzarella. Vorsichtig rühren, dass das Ei langsam stockt. Ja? Es muss langsam stocken. Und wenn es so ein bisschen Konsistenz hat, dann kommt das Ganze in den oberen Teil der Pfanne und man lässt es jetzt vielleicht so ein halbes Minütchen stehen, dass alles schön fest wird. Gut, jetzt ist das Omelett so leicht fest und jetzt kommt eine absolute Lieblingszutat von mir, Harissa-Paste. Und die kommt hier oben drauf. Ja? Achtung, es gibt scharfe Harissa-Pasten und weniger scharfe und die etwas weniger scharfe, das wäre die richtige. Und jetzt schaut mal her, ein Teller und die Pfanne, ja, jetzt so nehmen mit der Hand den Teller auf die Pfanne, Achtung, und schwupp, jwupp, hat man jetzt ein wunderschönes Omelett und zu diesem wunderschönen Omelett gibt es ein bisschen frischen Spinat, sehr geil. Und auf diesen frischen Spinat habe ich hier so ein bisschen Chilisauce aufgerührt. Chilisauce, Olivenöl, bisschen weißen Essig. Der Dressing kommt jetzt hier über diesen frischen, knackigen Babyspinat. Und wenn man das jetzt mal anschauen würde, schau mal her, weich, zart, schmelzen. So, richtig gesund, richtig gut, eine Handvoll Zutaten. Guten Appetit, wünscht euer Christian Hetze.